Hallo liebe Leute, groß und klein, es ist mal wieder Graphos Time. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu World of Warcraft. So, ich habe das letzte Mal mitten in der Quest aufgehört. So, nein, du bist nicht der Rare Mob, du sahst aber fast so aus. Schau, ich schau dann eh darüber, vielleicht ist er ja zufällig da. Dann hauen wir den auch gleich um, denn der gibt ja sehr viel Erfahrung. Und die wollen wir uns ja nicht entgehen lassen. Und vielleicht droppt er ja was Passendes für uns. So. Gleich dich da, mein Freund. Ich hau mal auch gleich um. Da vorne wartet dann schon der Nächste auf mich. Ach, Heiltod, den brauchen wir nicht. Wir haben eh noch genug Leben. So, da. Ja, die Partikel droppen jetzt auch schon häufiger, denn je höher das Level des Mobs, desto besser droppen die auch. Ja, und bei den 90er Mobs droppt es natürlich dann schon. Ja, ich sage jetzt nicht so, jeder Mob droppt eins, aber es droppt einfach viel besser. So. Ja, auf damit. So, wie viel fehlen denn dann noch? Ach, du warst, glaube ich, hier schon der letzte. Jawohl. So. Sorry, irgendwie war die Stimme weg. So, da haben wir jetzt gleich noch eine Schildkröte. Nein, scheint nicht hier zu sein. Normalerweise, wenn man ungefähr hier steht, ploppt ja schon die Nachricht auf. Naja, kann man nichts machen. Generell hier auf Blackmoor, wo ich ja spiele mit dem LB-Char, erwischt man wirklich sehr wenige Rare Mobs. Wenn ich da denke, auf meinen Hauptserver brauche ich nur eine kleine Runde fliegen und ich erwische viele. Der läuft da meistens mit dieser Dreiergruppe hier mit. Schade. So, dann hole ich die mal hierher. Kovok, was machst du da drüben? Lass sie kommen. Ach, du machst sie nur 351 Schaden. Auch ist das süß. Naja, aber immerhin hilft er mal. Es gibt ja NPCs, die einfach nur blöd daneben stehen und gar nichts machen. Wenn man sich dann freuen würde, wenn er 351 gemacht hätte, weil dann hätte man vielleicht knapp überlebt. Ja, generell die Erfahrungspunkte werden mit Warlords of Draenor extrem abgesenkt werden. Das heißt, eine Quest wird es um die 15.000 maximal geben. So ein Mob töten ca. 500. Und man wird ja von 90 bis rauf 100, ja pro Level so im Schnitt nur 800 bis 900.000 Erfahrung benötigen. Also es wird auch alles ein bisschen runtergesenkt. Jetzt werden natürlich einige sagen, oh cool, ja. Ich habe zum Glück noch in Bandaria ein paar Quests offen, dann mache ich hier einfach weiter, denn hier bekomme ich ja 250.000. Nein, es wird im ganzen Spiel angepasst und die Quests gehen dann überall so wenig. Ja, hat einfach den Grund, durch den Item-Squish haben sie einfach auch gesagt, ja, dann senkt man einfach auch die benötigte Erfahrung generell auch ab, dass das irgendwie alles Hand und Fuß hat. So, wie viel Fleisch habe ich denn schon? Drei erst. Da fehlen noch drei. Na gut, so, dann beschaffen wir uns noch diese drei. So, ich könnte aber schauen, ob der andere Mob da ist. Es ist zwar kein Rare Mob, es ist ab und zu so ein Erdbohrer da. Der droppt dann so einen Kristall und den kann man dann bei einem Glaxi gegen Ruf zum Beispiel abgeben. So, ihr läuft jetzt hier rum, dann gehe ich da hinten weiter. So. Irgendwo gibt es hier bestimmt noch ein paar Schildkröten, natürlich. Oh. Sehr schön, sehr schön. Ja, droppt leider nicht so gut das Fleisch. Aber wir werden das schon zusammenbekommen. Ja, wir machen schon 11,5. Boah. Ja, bald Level ab. Echt schlimm wie der Stärke. So, Fleisch Nummer 5. Wie viel brauchst du? 6 Stück, okay. So. Prismatische Schuppe habe ich bekommen. Ja, ist ja okay. So. Ja, ich hätte echt mal schon schauen können, was Ledermacher kostet. Hätte ich das einfach nebenbei auch mal kaufen dann. Denn jetzt haben wir es ja bald geschafft.
Ich vermute mal vielleicht maximal 3-4 Folgen vielleicht noch, wenn überhaupt. Instanz werden wir ja auch noch einmal gehen. Dann verkürze ich das Ganze ja nochmal so. Einmal Fleisch. Und nochmal Fleisch. So, damit ihr seht, wie das frisst. So, ach, wisst ihr was? Da könnte ich ja auch einen Screenshot machen. Wie ich da... Hallo? Moment, ich darf mich hier nicht drehen. So. Wie ich hier mit meinem Kovac stehe. Ja, machen wir es ungefähr so. Gut, da haben wir schon unseren Screenshot. Und da, da war es als letzte Fleisch. So, hätte man das auch erledigt. Ach, falsches Reittier. Gut, geben wir die zwei Sachen ab. Da bekommen wir ja auch wieder insgesamt, keine Ahnung, die 500.000. Oh, da oben hat irgendwer so einen Riesen umgebracht. Da kann man sich eine Rappernschnecke fangen. Ach so, ich bin da drüber gelaufen. Und jetzt bin ich natürlich ein bisschen kleiner geworden. Aber so ist das halt. Man ist halt gerne klein. Man kann hier auch vor Furcht fliehen. Okay, habe ich ihn nicht bekommen. Juhu, ich bin klein. Ja, ich bin so winzig. Wo bist du? Ach, der steht jetzt wieder plötzlich da zu Hause. Gut, dann erweckt man einfach gleich Scare, den Blutsucher. Und wenn heißt hier, okay, Bären ist Leben. Soll man rechnen. Oh, Flugpunkt. Fast vergessen, da drüben gibt es ja einen Flugpunkt. Den werden wir uns auch noch holen. Und wie er dieses Tier so lieblos trägt, oder? Das gibt's ja nicht. So. Da drüben ist es. Da sieht man eh schon die Fliegen. Holen wir uns den Flugpunkt, denn wenn wir hier nochmal Quests zu erledigen haben, können wir einfach dann hierher fliegen. Dann brauche ich den ganzen Weg nicht nochmal reiten. So. Gut, so. Erweckt man gleich den nächsten. So, reitet man da hinten rum, denn der Riese, der tut ein wenig weh. So. Ja, da vorne bei Scare kann auch so eine Account-Waffe sein. Ja, nur was ich derzeit hier so auf dem Server gesehen habe, an diesen Orten, wo wir jetzt vorbeigekommen sind, wo eine liegen würde, habe ich bis jetzt nichts gefunden. Die Schnecke war jetzt Glück, dass die jetzt zufällig da war. Aber allgemein, ja, ist das ganze Zeug hier noch recht abgefarmt. Wie gesagt, man kann es ja pro Char nur einmal machen. Aber pro Account natürlich mit mehreren Chars öfters. Ja. Gewisse Waffen habe ich mir auch zweimal geholt. Einfach da wegen Dual Wild. So, das ist irgendein Fisch da unten. Okay. So. Da in dieser Höhle ist er dann. So, hier im Wasser kann auch wo was sein. Nee. Schauen wir in der Höhle. Da kann es auch manchmal sein. Hier müsste, glaube ich, das Stück Kohle sein, wenn es wahr ist. Ah, okay, da haben wir Gegner. Soll mir recht sein. Ich würde sagen, da bullen wir gleich mehrere, oder? So. Wölfe. Oh, wunderbar geht das hier. Naja. So, da sind sie gleich alle tot. Dann die da drüben holen wir uns auch noch. Denn wenn, dann liegt die Kohle doch da drüben. So. Ja, mein Freund, ihr werdet hier alle sterben unten. Wärt ihr nicht in die Höhle gegangen? So. Ach, ihr kämpft gegeneinander. Ich muss näher ran.
Oh. Die Klingenparade ist gebraucht. Haben wir dann gleich instant umgebracht. Naja, ist halt auch okay. Brauche ich mich hier nicht so abhetzen. So. Wenn, dann liegt es irgendwo hier, entweder leicht im Wasser oder an Land. Es ist also nicht wirklich zu übersehen, dieses Stückchen Kohle. So, Bären brechen. Aber auch für dieses Item habe ich damals auch wirklich sehr lange gebraucht, weil da einfach teilweise wirklich viele hier in der Höhle standen und das auch gesucht haben. Nee, es ist leider wirklich nicht da. Das hat irgendwer erst geholt vor kurzem. Ja, dauert dann immer ein paar Stunden, bis die Sachen wieder hier sind. So. So, jetzt kann ich hier abgeben. So, was war jetzt? Hallo? So. Oh, gleich drei Quests hat er. Sammelt 12 Portionen Seesternfleisch, okay. Dann sammelt 8 Klackerschwänze, soll mir auch recht sein. Und sammelt 100 Einheiten flüchtiges Blut von Schreckensschiffshaltern. Was immer das für ein Vieh sein soll. Gut. Dann gehen wir hier mal raus. Vielleicht ist es ja inzwischen dann da. So, oh. Da ist schon das Schild abgelaufen, sehe ich. Gut. So, mein Kovac-Freund. Seesterne, habe ich da irgendwo vorher im Boden gesehen? Jawohl, da hinten glitzert ja schon mal einer. Was bist du? Dich brauchen wir auch. Was, so klein und schon 400.000 Leben? Ja, wie hast du denn das angestellt, hm, mein Freund? Mein Salzflacker. So. Kann ich dich kürzeln? Jawohl. Nur aufpassen, dass ich nicht ertränke. Oh, schaut, da ist eine dicke Perle drin. Schade, dass man die nicht rausholen kann. So. Da nochmal. Und das Gute ist, unter Wasser kann man auch ein Feuertotem stellen, das erlischt dich mal. So. Der hatte da kurz irgendeinen Buff. Ich wollte schauen, was das ist, aber dann war er schon wieder weg. So, da haben wir gleich nochmal 3 Seesterne. So, immer kurz schauen, was die Katzen machen. Nicht, dass sie da Unfug treiben. So, noch ein Seestern. Da oben sind ja eh noch ein paar. Ja. Da ist dann so ein Hai, den wir auch brauchen. Da brauchen wir 100 Blut. Okay, die Seesterne mag er anscheinend nicht. Die glitzern hier auch nicht. Und ich vermute mal, wenn ich 100 Blut brauche, dann hat einer wahrscheinlich eh gleich mehrere dann. Da rennen sich. So. Ich hoffe es zumindest nicht, dass ich da jetzt 100 töten muss. Sehr gut, gleich 10. Und den Hai kann man auch kürschen, wunderbar. Dich will ich nicht. Dich will ich. Moment, irgendwas. Lackerschwanz. Ach, vermutlich ist das ein Drop-Ding. Das lässt wahrscheinlich auch nicht jeder fallen, ha? Na, echt super wieder sowas. So, kurz dann CD anwerfen. Damit wir nicht so extrem runtertropfen. Also ihr verdammten Hai macht ja echt gut Schaden, wisst ihr das? So. Och, die Giraffe auch gleich mitgepult. Naja, was soll's. Aber ihr habt ja gesehen, wir haben das alles überlebt. Wunderbar. Oh. 28 Blut bei 3 Haien, das ist doch ein guter Schnitt, oder? So, wieder hochgeheilt. Ja, ist ein Drop. Hm, toll. Brauchen wir 8 Stück und lässt nicht jeder fallen. So ist es immer super.
Ich liebe solche Quests. Noch schlimmer ist es, wenn man irgendwie, weiß ich nicht, 20 Stück braucht und da lässt auch nicht jeder fallen. Und am Ende hat man, keine Ahnung, 100 Mobs getötet. Ja, jetzt der erste, sehr schön. So, du bist was anderes. Nein, ihr seid alles nur so Krebse oder sowas. Das brauche ich überhaupt nicht. Du auch. Ah, in der Nähe hier, da kann ich dann auf dem Boden wandeln. Wenn ich zu weit rausgehe, muss ich schwimmen. Na gut, dann werden wir uns eher hier aufhalten, sodass wir immer einen Buff haben. Denn wir brauchen auch keine Luft zum Atmen. So, da. Sehr gut. Der hat gleich ein bisschen mehr Blut gehabt. Da drüben ist der nächste. Nein, du bist irgend so eine Krabbe wieder. Das lädt immer noch an. So, da vorne ist gleich der nächste und davon der übernächste. Da werden wir euch alle noch da massakrieren. Ja, aber leider tropft immer nur jeder ein Leder. Da könnten wir es ruhig so machen. Die Fische, die eh, weiß ich nicht, 90 oder 91 sind, könnten ja ruhig zwei oder drei fallen lassen. So, der eine schwimmt hier. Okay, hier ist der Buff wieder zu Ende. So. Na komm her, mein Freund. So, was sagt die Uhr? Bald wieder die nächste Folge schon vorbei. Ich hätte gedacht, ich bin da schneller fertig mit diesem Quest, aber leider droppt das alles nicht wirklich so gut. So, da hinten sind jetzt auch noch ein paar Fische. Ja, 39 Blut fehlt halt noch. Und wo sind diese kleinen verdammten Viecher, die man da brauchen? Ich glaube, die sind eher mehr in Ufernähe. Sehr schön. Zack, du bist der nächste auf meiner Liste. So, komm her da zu mir. Damit ich nicht schwimmen muss. Ja, ihr seht manchmal, da sind die Grits so geil, da gehen die so schnell runter. Und dann hat man wieder Pech, dass man überhaupt nicht grittet. Ja, ist halt so. So, gut. 13 blutige Blüter fehlen noch. So, da ist jetzt der nächste Fisch. So, jetzt stellen wir das Totem, das schwebt einfach in der Luft. Auch super. Das Ganze kann man direkt in der Luft auch machen, wenn man gerade fällt und ein Totem stellt, dann steht das irgendwo oder hängt in der Luft, dann besser gesagt. Oh, da oben sind wieder ein paar Seesterne, sehr gut. Oh, Eingeweide mal wieder, sehr gut. Oh, und da haben wir auch die anderen. So. Gut, machen wir gleich beide auf einmal. Muss aber nicht heißen, dass sie dann doppelt so gut das Zeug fallen lassen. Und geht jetzt nicht immer hinter mich. Boah, also ihr zwei haut auch gut rein, das ist echt übel. Boah. Die prügeln mich da echt gut runter. Okay, drei haben wir jetzt schon, da fünf fehlen noch. Da noch ein Stern. Ja, die bekommen wir sowieso schnell zusammen, denn da sind jetzt nur mehr Seesterne. Ja, echt schlimm, das schaut mal. 10.000er Kellen haut der mir rein, das ist ja nicht normal. Ja, sobald man dann wirklich mal bessere Ausrüstung hat und keine Ahnung, man wirklich da mit 5, 6, 700.000 Leben rumsteht,
ist das kein Problem. Wenn ich da denke, mit meinem Hauptchar mit den Schamanen da 2-3 Attacken drauf und hin ist er. Da braucht dann beim ersten Schlag schon so ziemlich alles, was einfach nur brocken kann und ja. Stirbt dann einfach qualvoll nur mehr. So, aber wir sind ja noch klein und ja, schlecht ausgerüstet auch noch. Oh, da. Okay, Blut habe ich jetzt auch alles, Gott sei Dank. Da, diesen Stern nehmen wir noch. So, die Sterne brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Oh oh. Das wollte ich jetzt ehrlich gesagt nicht hier erreichen. Dann muss ich mal jetzt die Wölfe zur Hilfe rufen. Damit wir da jetzt nicht vor die Hunde gehen. Ach, was für ein tolles Wortspiel. Aber trotzdem, wie ihr mich da runterprügelt, obwohl da ein Heiltotem stand. Die Wölfe sind draußen. Das ist echt nicht normal. Da zwischendurch mal hochheilen. Das gibt's ja echt nicht, oder? Ja, zum Glück hat man als Schamane ja gute Überlebensfähigkeiten. Eigentlich in jede Klasse schon. Was machst du hier? Versuchst du an die Perle zu kommen, hm? Mein Freund. Oh oh, wieder passiert. So. Machen wir es halt so, stellen wir da dieses Erdtotem. Und dann heile ich mich einfach nebenbei hoch. Oh Mann, ich sag's euch. Oh oh. Das war jetzt überhaupt nicht gut. Ach du Scheiße. Oh nein, tötet mich doch nicht alle. Ja, zwei Haie sind auch übel. Da mit ihren symbiotischen Gift oder was das da ist, was die da auf einen wirken. So. Alles hin, weg mit dem Erdelementar. Gut, drei Schwänze brauchen wir noch. Und dann war es das eigentlich eh schon. Eigentlich wäre die Folge schon vorbei. So, ich küschne das noch zu Ende. Ja, ich hoffe, diese Folge hat euch auch wieder gefallen. Oh, was ist passiert? Oh, 600 sind wir mit Kirschstern. Wunderbar. Ja, falls ja, dann lasst doch einfach eine Bewertung da und schaut auch in der nächsten Folge wieder rein. Also macht's gut. Ciao, euer Grafos.